Innen. Und dann herzlich willkommen sagen, die letzte Veranstaltung an dieser DAF WebCon der 12. aus 2032. Naja, das ist ein bisschen doch weit vorne. 2023, versuchen wir es mit 2023 einmal. Es ist der 3. März 2023 und wir freuen uns auf Impro zum Abschluss. Und zwar ist es uns gelungen, oder eigentlich der Nadja gelungen, oder der Nadja verdanken wir das. Sie kennt Gott und die Welt und auch die Alexandra Winterfeld, die fürs Impro-Theater lebt und es liebt. Sie ist ein Mitglied des Improvisationstheaters Schmetterlings. Sie kreiert unterschiedliche Showformate. Sie hat mir gesagt, sie geht jetzt dann auf eine Bühne und macht eine Game-Show. Und sie ist bei Clubbekanntschaften, da kann man sie in Berlin auch besuchen und sehen und hören. Und sie ist auch noch Mitorganisatorin beim Impro-Theater-Festival Impronetta. Und sie macht auch Workshops mit für unterschiedliche Zielgruppen, Teamtage. Und jetzt nimmt sie uns mit auf das Gefühl, ein bisschen improvisieren zu können und uns auch ein bisschen zu bewegen und einen wunderschönen Abschluss dieser Konferenz zu gestalten. Vielen Dank, Alexandra, dass du dir die Zeit nimmst und ich überlasse dir die Bühne. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen allen. Und auch Dankeschön für das Lob schon als solches. Ich darf Sie einfach am Anfang erstmal bitten, Ihre Kameras auszumachen und über den Chat zu kommunizieren. Das ist jetzt hier sozusagen unsere kleine, Dankeschön an alle, unsere kleine virtuelle Bühne. Wer von Ihnen kennt denn Improvisationstheater? Einfach mal reinschreiben in den Chat. Ja, kenne ich nicht. Habe ich schon mal gehört, habe ich noch nicht. Jein, großartig. Jein ist großartig. Kenne ich, wunderbar. Improvisationstheater ist eine ganz besondere Theaterform, die im Hier und im Jetzt entsteht. Nichts ist geprobt, nichts ist irgendwie geartet, vorbereitet im Sinne von, oh, man weiß schon den Text. Und das kennen Sie alle auch. Sie alle wissen nicht, was Sie morgen um 14.17 Uhr sagen werden oder wo Sie genau sein werden. Das wissen Sie alles nicht. Das ist Improvisationstheater, spontanes Theater. Alles entsteht im Hier und im Jetzt. Es ist so, dass ich Sie bitten darf, Sie sind schon seit Mittwoch hier unterwegs. Klopfen Sie sich doch mal auf die Schulter. Sagen Sie doch mal zu sich selbst, ich habe das gut gemacht. Yeah, ich bin als solches da. Das ist unser kleines, schönes, schönes Warm-up. Für, ich spiele jetzt hier so ein bisschen Szenen, sende Ihnen Liebesgrüße aus Berlin und ich bitte Sie einfach, dass Sie mir ein paar Begriffe reinschreiben. Und zwar das, was Sie mit DAF WebCon erlebt haben. Substantive, Adjektive, Nomen, Hauptwörter, Verben, völlig egal. Mein Hund guckt mich komisch an. Wahnsinn, Lernumgebung, Euphorie, Freundschaften, Pausenaufsicht, Spaß, weltumspannend, ach wie schön. Lernen, Begeisterung. Ja, ich nehme Begeisterung, tolle Ideen, Netzwerk. Ach, jetzt kommt gleich so viel. Mega, 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 wunderbar. Eine kleine Geschichte, die lernumfassend ist. Und ich darf Sie bitten, immer wieder einen Begriff reinzubringen und ich werde diesen Begriff versuchen, in dieser Geschichte unterzubringen. Für diese Geschichte hätte ich gern noch ein Genre, also ein Filmgenre oder ein Literaturgenre. Krimi. Krimi war das Erste, was kam. Wir sehen jetzt Krimi-Doku-Drama.
5, 4, 3, 2, 1, los! In einer Lernumgebung, die energetisch ist, wo Science Fiction vielleicht eine Rolle spielt, habe ich meinen Föhn verloren. Er war auf einmal weg. Ich konnte ihn nicht mehr finden und fragte mich, ob er möglicherweise im Hamsterbau ist. Nein, dort waren die Strümpfe. Sie lagen genau neben dem Apfel. All das war unheimlich. Der Nagellack perlte von meinen Fingern ab und ich begab mich direkt, deutsch sprechend, mit Jean-Luc Picard nach Usedom. Doch dann gab es dieses eine Geräusch. Der Klimakleber. An dem See hatten sie sich diesmal festgeklebt und sie hatten die Putzfrau mitgebracht. Was sollte ich nur tun? Da lag sie, diese Leiche. Es war ein ChatGTP, ein Leichen-ChatGTP. Ein Kreuz war das. Direkt neben dem Klo lag sie auf Usedom an diesem See. Ich dachte, ich könnte noch mit ihr schmusen, Kreuzworträtsel lösen. Doch dann erschallt die Sirene. Der Kriminalkommissar kam. Die Polizei im Schlepptau. Und sie legten mir legten sie Handschellen um. Konnte es denn niemand lesen? Ich bin der Apfel, der alles benötigt. Die Pistole, die toten Hosen und ein hüpfendes Taubenblau-Tattoo war alles, was neben der Leiche lag. Die Gabel steckte direkt in der Brust und Vanilleeis, mundbeschmiert, war da. Und am Ende konnten wir zusammen tanzen. Dankeschön! Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Das war meine erste kleine Szene, ein kleines Warm-up. Ich möchte, Sie kennen es auch, Sie sind, haben alle mit Deutsch zu tun. Dankeschön, danke für den, vielen Dank. Sie haben alle mit Deutsch zu tun. Und so wird es in der nächsten Szene, werde ich sozusagen in dem nächsten Spiel eine sogenannte ABC-Szene spielen. Was heißt das? Der erste Satz beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C und so weiter und so fort bis zum Alphabet. Nun ist das ja vielleicht ganz langweilig aus meiner Perspektive, das als solches zu hören, sodass ich Sie bitten darf, mir einen Gegenstand zu nennen, den Sie auf einem Schreibtisch finden oder der bei Ihnen auf dem Schreibtisch steht oder ja, was man mit Schreibtisch als solches verbindet. Eine Haselnuss. Das ist ein Nagelklipser, oh Gott, ein Handy, eine Tasse, ein Kugelschreiber. Ja, ich gucke mal, was ich habe, was ich von diesen Sachen habe. Ich habe ein Handy und ich habe ein Kugelschreiber. Oh, wie schön, Kakteen, finde ich großartig. Ich entscheide mich, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich entscheide mich für das Handy und den Kugelschreiber. Und die Geschichte wird aus der Perspektive des Handys und des Kugelschreibers als solches erzählt. Sie beginnt mit M, weil Marmelade das letzte Wort war, was es ist. Und ich hätte gerne von Ihnen noch ein Thema für diese nächste kleine Geschichte, die sogenannte ABC-Geschichte, euphorischem Internet und Fischmarkt. Internet und Fischmarkt. Beziehungsstress sowieso. Wir zählen gemeinsam ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Meine Güte,
Hier auf dem Fischmarkt gibt es nur Beziehungsstress. Na, wer hätte denn das gedacht, dass es dann noch so weit kommt? Oh mein Gott, dieses in der Hand gefuchtle ist überhaupt nicht schön. Es ist gar nicht schön. Pass mal auf, mein liebes Telefon. Quirulanten sind an Bord. Richtig. Ich bin deine Quirulantin. So hatte ich mir das aber gar nicht vorgestellt. Tu nicht wieder so, du kleines, mieses Handy. Und warum? Vielleicht bist du nie da, wo man dich braucht. Das verursacht mir Beziehungsstress. Weißt du, ich würde mir wünschen, wenn du mich einfach mal lieb haben würdest und streicheln würdest und nicht die Daten nur verlieren, sondern alles aufschreiben. X-mal habe ich dir gesagt, mein Handy, du sollst das so nicht tun. Yeah, yeah, yeah. Zum Kuckuck mit dir. Ich werde dich löschen. Ach, das traust du dir? Du löscht mich? Bitte? Ja, na klar, mache ich das. Charismatische Personen mit Handy löschen sich nicht. Das wäre ja zu viel gemacht. Einfach so löschen, das wäre genau das Richtige. Frankierte Briefumschläge zu verschicken, dauert dann aber noch genauso lange. Gut, da hast du recht. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich behalte dich und nehme dich mit zum Friseur. Ja, das ist genau das Richtige. Kannst dann chatten so viel, wie du willst. Los, komm. Dankeschön! Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte von Ihnen, euch für die nächste Szene einfach Emotionen. Und es wird ein Brief sein. Man schreibt ab und zu Briefe, man schreibt ab und zu Briefe und man schreibt auch SMS oder WhatsApp-Nachrichten, Signalnachrichten oder Trima-Nachrichten. Und für diese kleine Szene, an wen soll ein Brief geschrieben werden? Wo wollten Sie sich schon mal beschweren? Wem wollten Sie Ihre Liebe ausdrücken in einem Brief? Wohin soll es gehen? An Herrn Doktor, Bundeskanzler, Schwiegermutter, die Dame vom Finanzamt. An Phantomas, die Dame vom Finanzamt finde ich großartig. Ich schreibe einen Brief an die Dame ans Finanzamt, die möglicherweise was mit der Warteschleife von Telekom zu tun hat. Ist der Brief handgeschrieben oder am Computer? Hand, ja, verstehe. Ein handgeschriebener Brief. Und dieser Brief hat natürlich verschiedene Emotionen. Und diese Emotionen, die bitte ich sozusagen, dass Sie die einfach reinschreiben. Die Dame vom Finanzamt hat noch eine hat noch einen Namen. Welchen Namen hat sie? Meine innigste Freundin, Gott ist das traurig. Elvira Barth. Elvira Barth. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1, los. Sehr geehrte Elvira Barth, ich bin enttäuscht, sauer und frustriert. Ob Ihrer
letzten Umsatzsteuermitteilung, die ein solches bekam. Es macht mich glücklich zu lesen, dass Sie Verständnis für mich haben. Sie schreiben auch immer so schön. Doch eines hat mich verwundert. Ihre Ungeduld hinsichtlich der Zahlung. Ich weiß nicht genau, wie ich es schaffen soll. Deshalb ist es mir nicht möglich, die Zahlungsfrist einzuhalten. Es wäre beileibe gut, Sie würden einmal, aber nur einmal, in der Warteschleife der Telekom hängen. Dort könnten Sie einfach es versuchen, Besuch zu haben. Denn Besuch ist etwas Wunderbares. Denn ich bin es leid, einfach Ihr Interesse nicht geweckt zu haben, beileibe. Es wäre behende, könnte es doch sein, dass wir uns beide mal zu einem kleinen Kaffee treffen. Einfach so. Ohne Hintergedanken. Ohne absolute Finanzamtsteuer, Umsatzsteueridentifikationsnummer, ID. Zu einem kleinen Abendessen wäre das bereicherndste. Ich bin, allein wenn ich es schreibe, so hungrig. Aber vermutlich haben Sie schon jemanden, mit dem Sie zum Abendessen. Das wäre zu schade. Aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Ich werde diese Mal pünktlich alles zahlen. Und dann vielleicht haben Sie Lust, mit mir zu Abend zu essen. Herzlichst, Ihre Abendessenfreundin, Susanne Schmidtke. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich möchte gerne, im Theater ist es so, wir sehen während der Vorstellung die Menschen nicht, so wie ich sie auch nicht gesehen habe. Aber jetzt möchte ich gerne, dass Sie einen Zettel nehmen, ein Stück Papier, ein A4-Blatt, bunt, nicht bunt, weiß, was auch immer, irgendein Blatt. Und auf dieses Blatt in großen, großen Buchstaben bitte, bitte, bitte Ihre Dankeschön für die Komplimente. Vielen, vielen Dank. Bitte schön, bitte ganz, ganz lieb Ihre Stadt schreiben, in der Sie sich gerade befinden. Und wenn Sie Ihre Stadt geschrieben haben, dann halten Sie doch bitte das geschriebene Blatt. Ich schreibe das jetzt auch, meine Stadt, das geschriebene Blatt vor die Kamera, damit man nämlich sozusagen alles sieht, und schalten dann bitte Ihre Kamera ein. Wie schön! Und jetzt senden wir uns dadurch alle Grüße aus der jeweiligen Stadt. Och, nach Graz, nach Wien, nach Heidelberg, nach München, nach Karlsruhe. Och, wie schön. Graz, och, herrlich. Nach Lodz, großartig, wie wunderbar. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Dankeschön dafür. Und ich würde Ihnen gerne jetzt noch eine kleine Musik einspielen. Und wenn Sie mögen, als Vorbereitung für Ihres, können Sie dabei bleiben. Es ist eine Musik, die mich in den letzten Jahren begleitet hat. Und man kann dazu Bewegungen machen. Und dann können alle, wenn sie wollen, zusammen tanzen. Und das ist einfach etwas Großartiges.